Jetzt erstmal das Holz zusammenkriegen. 50 Holz. Das heißt, wir dürfen jetzt in der nächsten Zeit nichts mehr bauen. Weil wir haben ja auch noch den Verbrauch durch die Besenmacher. Wobei es so aussieht, als ob wir ziemlich viele Besen hätten. Was gut ist. Ach ja, dich sollten wir aber auch einmal ausbauen. Und ja, unser Timer ist hochgesprungen auf 3 Stunden. Was uns sehr, sehr viel Zeit jetzt gibt. Wobei wir echt für mehr Holz sorgen könnten. Hier nämlich. Ach, du hast deinen Eingang da. Okay. Jawohl. Verstanden. Wie ihr wünscht. So, wo steckt jetzt dieser doofe Bär? Ernsthaft, wo steckt dieser Bär? Der wird sich nicht in das Gebiet verpieselt haben. Alles klar. Wie ihr wünscht. Hi. Wie ihr wünscht. Das dürfte er sein. Sofort. Jawohl. Zum Angriff. Solange wir nicht die... Verstanden. Auf euren Befehl. Ei. Banditen ausscheuchen. Au. Vorwärts! Es gibt kein Zurück! Verstanden. Auf euren Befehl. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Ja, dann reißen wir halt einen von den Steinmetzen ab. Würdet ihr vielleicht in Erwägung ziehen, mir einen neuen Titel zu verleihen? Ja, kriegst du es. Eure Großmut beschämt mich, Majestät. So, und ja, wir brauchen dann als nächstes Badehäuser. So. Schon unterwegs. Marcus hat den nächsten Rang erreicht. Auf euren Befehl. Jawohl. Jetzt noch den Bären loswerden. Eigentlich reichen dafür die Bogenschützen. Schon unterwegs. Wobei, ich hätte gern noch einen Trupp Bogenschützen vorher. Ich hätte wirklich gerne, dass man meinen... Na, arbeitet. Die haben hier nichts zu sagen. Hm? Wir haben einen wahrhaft edlen Herrscher. Ah, freut dich, Marcus. Die mögen dich hier alle. Wir haben einen wahrhaft edlen Herrscher. So, das heißt, wir könnten jetzt theoretisch das Holz losschicken. Ein Karren wurde ausgesandt. Beschützt dies! Und ihn beschützen, diesen Karren. Wobei, wir müssen nicht an den Räubern vorbei. Wir müssen ja nur hier runter. Zum Turnierplatz Lagerhaus.
euren Befehl. Verstanden. So, du holst Bögen. Es lebt sich gut hier. So, nächste Baustelle wären dann die hier. Die versuche ich in der Stadtmitte zu errichten. Jetzt fehlt noch Lederkleidung, um die Teilnehmer des Turniers damit auszustatten. Lederkleidung. Ja, da sollten wir noch einen Schreiner auf jeden Fall errichten. So, kann ich dich hier reinquetschen? Nein. Das heißt, die Gerberei wird hier reingequetscht. Die passt nur leider auch nicht da rein. Oh doch, da passt sie hin. Das heißt, ich muss... Ein Steinbruch ist erschöpft. Hier. Alles klar. So. Jawohl! Ja, für Lederkleidung wird gesorgt. Schon unterwegs. Sofort. Wie ihr wünscht. Der Haushalt ist maximal ausgebaut. So, jetzt baue ich reiche Häuser als nächstes. 4 Stück sind noch arm. Das ist ja kein Problem. Kämpft weiter! So, den Bären loswerden als nächstes. Verstanden. Angriff! Sofort! Ei! So, und dann geben wir mal ein Fest. Gleich, sobald meine Bogenschützen, können wir noch jeweils einen Trupp? Sieht fast gleich danach aus. Also wir können auf jeden Fall einen Trupp Schwertkämpfer. Aber ne, einen Trupp Bogenschützen geht gerade nicht. Schon unterwegs. Dann geben wir uns mit den Schwertkämpfern zufrieden. Alles klar. Und schmeißen wieder ein Fest. Um erstens mehr Frauen zu kriegen. Alles klar. Ei, sofort. Ja, ich wollte die eigentlich zu mir sofort locken, aber... Ei. Greifen wir sie einfach an. Sofort. Ei, wie ihr wünscht. Kämpft weiter. Mich in die Burg zurückziehen. Sofort! Und da ist Markus gestorben, weil meine Soldaten irgendwie keinen Bock mehr haben zu kämpfen. Stürmt los! Vorwärts! Jawohl! Nicht aufgeben! Vorwärts! Es gibt kein Zurück! Nicht aufgeben! In den Kampf! So. Wie ihr wünscht. Bei den Lager Nummer 1 verstanden. Ist ausgeräuchert. Auf euren Befehl!
Haben dabei auch verstanden. Trupp Schwertkämpfer verloren. Wie ihr wünscht. Wir haben ein Territorium eingenommen. Alles klar. Gut, Badehäuser ausbauen. Der Gerber ist fertig. Ich, Markus, werde euch immer treu ergeben sein. So, kümmern wir uns als nächstes um die Banner. Also Bannermacher. Ah, die Frage ist, wo kann ich eine Straße hier hinterziehen? Hier nicht. Ein Außenposten wird angegriffen. Ernsthaft? Ach, da ist noch ein kleines Zelt. Verstanden. Sofort. So, bauen wir einmal hier rum. Dann können wir hier zwei Bannermacher jeweils an den Enden errichten. Und falls wir noch weitere Gebäude brauchen, können wir sie dazwischen errichten. Ein Außenposten wird angegriffen. Jawohl! Verstanden! Vorwärts! Auf euren Befehl! So, gut. Und wer sieht es unsere Burg mal aus? Unsere Truppen werden angegriffen! Schon unterwegs! Ei! Schon unterwegs! So, als nächstes Ei. Möchte ich da oben bitte den loswerden. Jetzt haben wir zwei Schafsweiden. Sehr gut. Ne, den da unten. Da kann ich nämlich Wolle für die Bannermacher einfach kaufen. Weil Wolle ist bei uns ja auch noch ein bisschen rar. So, unsere Burg ist maximal ausgebaut. 10 Stadtgebäude mit Bannern dekorieren. Das ist das, woran wir gerade arbeiten. Jawohl. Wir könnten auch das Territorium da oben noch einnehmen. Da könnten wir noch mehr Kühe uns besorgen. Müssen sie zwar rauslaufen zu der zweiten Kuhweide, aber das dürfte ja kein Problem sein. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Ah, an Frauen, an Frauen geht auf jeden Fall noch etwas. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Verstanden. Das Territorium hier ist leider nutzlos, weil ich sehe hier keine Tiere. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Und ich sollte Markus wirklich Bodyguards in Zukunft mitgeben.